Liefren, zum Mitte-Juni 2019 ist die Mecher-Musel-Promenade in meiner Attraktion mir reich. Ja, ich schwätze vom Sohn der Legende-Pad, auf dem der Pur von unserer Sohn der Legende den Bleif kriegt und mit fantastischen Zeichnungen vom Dina Paulus illustriert gesehen. Wir werden so ein Thema wie. Bertie Weber, der eine Verbindung zu unserer Musel hat, schreibt an meiner Platz: Die Sagen und Legenden eines Volkes gehören zu seinem geistigen Besitzstand. Das Zitat sieht etwas ganz Wichtiges aus, über kulturelles Irrwen, das in unserer hektischen Zeit so dags an der Vergiss zu geraten scheint. Und gerade das darf nicht geschehen. Wenn eure Sohn und Legenden im Land der Leute nicht verloren gehen sollen, dann muss ich nicht mehr daran erinnern. Dann muss ich sie erzählen und vielleicht auch kommentieren. Und dann muss ich den Leuten auch sagen, wo die Sohn und Legenden noch zu lesen sind und wo sie herkommen. Gerade das geschieht um neuen Sohn und Legendenplatz auf einer schönen Muselpromenade. Wenn ihr aber von Sohn und Legende schwätzt, dann könnt ihr zu Lützeburg nicht gleich den Dr. Nikolaus Gret. Schon 1983 kommt das Buch heraus, mit dem der Direktor vom Athenäum sich damals ein Denkmal setzen soll. Sagenschatz des Luxemburger Landes, gesammelt vom Dr. Nikolaus Gret. Am ganzen 179 Sohn und Legenden im Land der Leid und der Musel, von einem Total von 1159, verzeichnete Gret an 12 große Kapiteln aus seinem Sagenschatz. Wenn ihm das Sohn und Legenden der Muselwirtschaften, die direkt um Fluss leihen, nur ablöscht, dann hält Remisch der Rekord mit 45. Du noch könnt Wormer mit 27, Grevemecher mit 25, Einer mit 20, Mertert mit 10, Stadtbredimus mit R, Wasserbillig mit 7, Greifelding, Spitzbing am Mut mit 6, Michtem, Wintring, Aremische mit 4, Schengen mit 3, und schließlich Wellensteiner Bechmecher mit 2 abgezählte Sohn und Legenden an enger Einzier oder einfach mehr Versionen. Das tatsächlich beweist, was für Stellenwert der Zoen und Legende die Zeit nachhalten. Sie da gab auch darauf hin, dass das wertvolle Kulturgut vielleicht doch schon ein Gefahr war. Dafür ist so eine Sammlung wie dem Gretzing Gold wert. Ein von den Kapellen von unserer Sprache, den Edmond de la Fontaine alias Dix, hat schon ein Jahr vor dem Gret, 1892, sein Luxemburger Sagen und Legenden herausgehen, und zwar ihre 371 abgedeelt auf 15 Kapiteln. Eure Mecher-Schulmeister, den Anton Werner, hat 1895 am Verlag Estlen heute zu Mecher ein bisschen rausgegeben am Titel Altertümliche Merkwürdigkeiten der Stadt Grevenmacher, mit einer ganzen Party Untertiteln. Ob Gret, Dix und Werner konnten wir dem noch zurückgreifen, wie wir als Sohn ein Legendepad geplant haben. Angelegt geht ein Thema weh mit einer Skulptur aus Kortenstuhl, die den gefärbten Lungkaulemännchen durchstellt. Hier, gerade wie sie notwendig Felsenfrechen, gehen um weh thematisiert. Zusammen mit dem Teufel um Ruhe stehen, dem Weißen Kreuz, dem mysteriösen Netzert in Rengerbrück und dem Muselhund. Man kommt mal vor in der Reihe noch, und man fängt mit dem Lungkaulemännchen an. An der Lungkaul, im linken Ufer von der Musel, zwischen Mecher und Michtem, hat bis an 19. Jahrhundert ran die Lungkaulemännchen gehaust. Man gewuch nach den Geldhannes, Bleimantel oder Kelzmännchen genannt. Geldhannes wird geheischt, für den früheren Mann immens reich wäre. An der ganzen Gegend wären als Geizhals bekannt. All Mensch wird gefährt, ein Käfer ihm begegnen. Er war groß, er gurig. Hat rote, struppige Bär, ganz lang hoher, an dem Kopf ein klein Rundkerb. Und wenn er rausgegangen ist, hat er zum Dachsten ein Klabes dabei. Ein Keier, nur einem schweren Donnerwetter, wie die Musel höch aus ihrem Bett geklommen war und die ganzen Dalli verschwemmt hat, kommt die Wunding vom Geldhannes mit dem ganzen Schatz zu Grund. Wie die Geldhannes gesehen hat, dass es keine Rettung mehr für ihn gibt, hat ein Herr gejault und gebrüllt, dass es keine Rettung gibt und dass, nach sie was sein Geld guckt, hier gefallen und so mit seinem Geld am Wasser gezogen. Schon ein paar Monate und die Leute gejetzt an der Gegend hier und ganz
ganz geschwind muss sie sich verzählt. Die Geldhahne, es geht nur an der Lungkohl rumgeisteren, er will der Liest gehen. Es wäre ein Pater, der schließlich auf die gekommen, für ihn ein Pellerin aus Blei umzuhängen. Dummer, dass er an der Musel versunken. Aber nicht für immer. Weil diese Lungkohl-Männchen das nicht ein Kehrer bestehen. Und nur jetzt, ganz besonders sonntags am Feiertag, hat den Leute so gut dafür. Zum Beispiel der Mann, der noch so ein Weg für die Mächtung war, an die lokalen Menschen hören nicht jetzt, wo soll ich die Märkte hinsetzen? Wo soll ich sie hinsetzen? Oder die Frechen, die noch so ein bisschen auf ihr Hut voll Holz bis auf die Kreuzer Berge abschläfen. Ja, bis der Napoleon der Großen am Museldal alle Geister und Gespenster, also auch die lokalen Menschen, verbannt wird. Weil Zünder hier wird kein Mäps von ihm hören. Übrigens, der französische Kaiser Napoleon war den 9. Oktober 1804 auf Besuch zu Märchen. Wohl verstehen wir den Klunkerl nach Haut. Das, wie die Nummer 10, ein ziemlich tief Kaul an den Felsen und wingerten Tisch Märchen am Mächten, nicht weit von der Muselstraße weg. An diesen Felsen wäre also dem Klunkerl Männchen sein Geld gewesen. Die erste Version von der Suche vom Klunkerl Männchen publiziert den Theodor von Zederstolpe am Jahr 1841 aus einem Buch Sagen von Luxemburg poetisch bearbeitet. Und das ist ein flott Gedicht an deutscher Sprache, und ich will es nicht führen teilen. Das Unkekaulmännchen. Zu Grevenmachern am Moselstrand ist das Unkekaulmännchen allbekannt. Es kann für mannigfache Sünden im Tode selbst nicht Ruhe finden. Die Leute hat es arg gedrückt, des Nachts den Grenzstein oft verrückt. Dabei ist es zuletzt versunken und starb im Froschteich bei den Unken. Jetzt irrt es, wenn der Tag vorbei, mit Hut und Mantel schwer von Blei, bei der Kapelle auf steiler Höhe und stöhnt und klaget laut sein Wehe. Kommt jemand an den Berg hinauf, gleich höckt das Männlein hinten auf und zwingt durch Stoßen und durch Schlagen, dass man es muss hinuntertragen. Wenn dumpf die Unken schreien, ertönt sein Klageruf darein und oft zu jegliches Entsetzen, wohin soll ich den Markstein setzen? Daraus kann jedermann ersehen, bei Nacht spazieren nicht zu gehen, nicht andere trügerisch zu berücken und nie den Markstein zu verrücken. Es fand den Zug vom Lunkhalle Menschen auf ganz vielen anderen Plätzen, dort geht von dieser Kuserie einfach zu weit fehlen. Du vergib mir Lob bei Knopisch vom Lungkallmännchen. Ja, das Felsenfresche. Och, Tischmecher am Mächten. Nicht ganz weit von der Lungkalle, von der Kelsberger weg, liegt nämlich die Fels, wo übrigens ein guter Riesling oder ein Riesling wiest. So von der Felsenfresche als die Hai. Nun Anton Werner holt am 17. Jahrhundert eine Frau mit dem Namen Felsenfrechen an den hohen Felsen der Schmecher am Mächten gelieft. Hauptsächlich nutzt, als sie gesehen haben. An dem Geister stand wird sie hart gesungen und gejaut. Am Berg hat sie sich just so mit den Sturm mal ein Kerl blickst, dann hat sie sich bei den Erbichten an den Winzer abgehört, ohne aber jemals sie Wut zu schwätzen. Sie hat doch nie in der Gewalt hier an ihr Felsenwohnung nutzen zu gehen. Sie hat gewöhnlich ein Bluthals zu holen. Von Zeit zu Zeit rot durch den Schöller geschlagen und ihre Hauptbeschäftigung war spannend. Die Felsenfrechen hat allerhand Sorte von Tee für krank Fee mehr, sodass sie echt eine beliebte Gefahr bei den Abwohnern von Grevenmacher an unserem Gegend war. Einmal hat eine Frau ihre Jung bei den Felsenfrechen geschickt, für Tee für einen kranken Kuh zu fragen. Du hast den Beruf, den ihr gut gefallen hat, an ihr Hirn gelackert. Mir hat den Beruf gar nicht gefallen. Und ich wollte zweimal probieren, für fortzulaufen, für die Felsenfresche gerade nicht da war. Wie der Bauf die dritte Kehr probiert hat, für fortzulaufen, als die Felsenfresche rausgehen und hat den Überfall. Sie hat den an zwei Stücke gerappt. Gut, dass das nicht mehr so ist. Das eine hat sie an die Musel geworfen und das andere hat sie selber verziert. Für das Beißgeschichte bekannt ging es, so die Felsenfresche abgelauert und im Scheiterhaufen verbrannt. Merci, wer du noch nachmittags gesiegt. Besonders für Frauen,
die meist früh bei der Musel ihr Wäsch gemacht haben, wie das damals tags der Fall war. Somit haben wir auch für heute geliefert. Die nächste Kreier wollen wir euch mit beiden Deifeln im Grohe stehen und wir gucken, was für eine Bedeutung die Feistkreuz hat. Wir lernen den Muselhund kennen und beschäftigen uns mit dem geheimnisvollen Netzart in einer Brücke, die taugt nicht mehr gut. Merci für das Zuhören und bis geschwind. Es geht mich freuen.